Ziel ist auf das Drittli kommen. Siehst du, auf das Bödeli, gell? Ja. Mit dem rechten Fuß. Aber du musst noch einen Zwischenschritt machen, ja, mit dem linken. Schön, schön andrücken, das sind ja Kletterfinken, die heben. Ja. Ja, ja, die heben, die rutschen nicht. Schön andrücken. Und wo soll ich mich heben? Du musst gar nicht hinheben. Schau, ich heb mich auch nicht. Das hebt hier? Ja, das hebt 100 Pro. Voll? Ja, genau. Kann noch jemand ein Bier raufgeben? Nein, ich will das nicht. Bernhard, alle Schweizer haben irgendein Bild von Bernhard Russi. Was hast du eigentlich, wenn du den Bernhard Russi anschaust in der Öffentlichkeit, für ein Bild von ihm? Uiuiuiui. Jetzt kommen die grossen Fragen im Leben an dieser Felswand. Also grundsätzlich spüre ich, glaube ich, das, was die Öffentlichkeit spürt, nicht. Ich wohne in Andermatt, ich wohne in den Bergen, ich bin ein Einheimischer, ich bin einer von denen. Ich fühle mich sehr geerdet. Ich fühle mich ganz normal. Dass es hier fast so wie eine gespaltene Persönlichkeit gibt, das erlebe ich auch. Zum Beispiel, ich mag mich nicht sehen auf einem Plakat. Ich kann das nicht anschauen. Ich weiß nicht. Ich schaue mich im Spiegel auch nicht gerne an. Ich höre meine Stimme zum Beispiel gar nicht gerne. Ich höre mich nicht gerne reden. Die meisten verbinden dich logischerweise, auch jetzt, nach 75 Jahren, mit dem Skifahren. Skifahren heute und dort mal. Wenn du zum Beispiel heute würdest, in der Form, sag jetzt von 1972, heute, gegen den Odermatt fahren. Wer will gewinnen? Das ist ganz eine fiese Frage. Der Odermatt wird am Duschen sein, bis ich im Ziel bin. Also einfach ganz klar. Also, die Entwicklung war enorm, vor allem die technische Entwicklung. Und das ist nicht nur der Mensch selber. Der Mensch hat sich extrem entwickelt. Also, ich meine, wenn ich die physischen Fähigkeiten von einem Marco Odermatt heute anschaue, wo Araber Flickflack Salto rückwärts macht, einfach aus dem Stand, das sind das schon ganz andere Dimensionen. Aber auch Skitechnik, die Art und Weise, wie man Ski fährt. Aber, wenn es ans Limit geht, dann ist kein Unterschied da. Ich glaube, dass man und jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück, vor 100 Jahren sind Skirennfahrer ans Limit gegangen. Genau gleich, wie sie heute auch gehen. Im Spitzensport gehen also alle ans Limit. Das ist gar nicht anders möglich. Man ist Rivale. Gibt es auch Rival sein und irgendeine Freundschaft, Sprichwort Klammer. Wie ist das? Mhm. Wie ist das entstanden? Mhm. Wie ist das heute? Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Sportart drauf an. Oder? Ich glaube nicht, dass es im Fußball unheimlich viele Freundschaften gibt. Weil es hat etwas mit dem Risiko zu tun, das man eingeht. Ich meine, wenn du unter Abfahrer bist, dann weißt du, alle, die am Start stehen, können sich schwer verletzen. In einem Training, in einem Rennen, in weiss Gott was. Oder? Also man hat so ein bisschen Respekt zueinander. Und wenn halt dann einer schneller ist, dann, ja, dann hat man Pech gehabt, aber man ist froh, dass auch wer gesund drin ist. Und Freundschaften werden extrem. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, die Gefahr in der man gemeinsam leben tut. Das ist schon Basis zu ganz guten Freundschaften. Und natürlich, wenn du die Klammer ansprichst, natürlich klar, wenn man so ein Duell hatte, wie wir zwei hatten, für mich die verrücktesten Olympischen Spiele 76 in Innsbruck, dann bleibt da schon sehr viel hängen. Ja. Und wie ist das denn? Ist das die grösste Freundschaft daraus geworden, aus dem Schweizer Sport, aus dem Feld? Ja, hundertprozentig. Wir telefonieren zwar nicht jeden Tag miteinander, aber wenn er in der Schweiz ist oder ich in Österreich bin, dann weiss man das voneinander. Und dann versucht man auch einander zu sehen. Letztes Mal habe ich gehört, wo der Franz Klammer gesagt hat, wir haben einander unheimlich geschätzt und wir haben wahnsinnig viele Sachen miteinander gemacht. Da bin ich froh gewesen, dass er aufgehört hat zu erzählen. Wieso? Was hast du Angst gehabt? Es sind dann richtig einige Sachen, wo halt zu einem seriösen Spitzensportler nicht unbedingt gehören und wo man miteinander genossen hat. Aber das ist nicht nur zwischen Klammer und mir. Ich glaube, das ist heute auch noch genau gleich. Wo du den ganz schweren Unfall gehabt hast beim James Bond. Im Auftrag Ihrer Majestät bist du ja quasi der Stuntman gewesen, mhm, oder? Wo du da oben das auf den Ski gemacht hast und dann ist der schwere Unfall gekommen. Und wie kann man denn das wieder überwinden später?
indem man das Positive anschaut. Und das Positive von diesem Sturz war, dass ich zwar verunfallt bin, aber extrem viel Glück hatte, dass es nicht schlimmer war. Und das ist wieder die positive Seite. Ja, aber und die Heilung auch. Aber man kann ja immer sagen, es hätte noch schlimmer kommen können. Ist das denn ehrlich? Ja, das ist ehrlich, weil sagen wir, als Abfahrer sagst du, okay, ein Abfahrer, der lernt es in einer Karriere vielleicht 5-6 Mal aus. Also richtig, er lädt es ab. Und wenn du dann schon 5-mal oder 6-mal ausgeladen worden bist oder einen grausamen Tag hast, dann kannst du dir sagen, statistisch gesehen ist es jetzt vorbei. Also ich kriege nicht mehr. Das sind alles kleine Trickchen. Aber mit denen muss man arbeiten. Und tut man sich die Trickchen auch aneignen, wenn man viel, wie du, auch Schicksalsschläge im Leben gehabt und auch vielmal wieder hat man sie aufstehen, auch in deinem privaten Umfeld? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, man lernt natürlich, dass das Leben nicht nur aus Sonnenschein besteht. Oder? Mein Rücken ist in der Sonne, aber da ist ein Schatten auf dem Felsen. Und so ist ja das Leben. Also Sonne und Schatten ist relativ nah beieinander. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Schicksalsschläge hat. Aber mit jedem Schicksalsschlag weiss man, was das Leben bedeutet. Aber es ist ein Wellental, oder? Und das haben alle. Das haben nicht nur die, die im Rampenlicht stehen, sondern haben alle. Alle Menschen haben das. Aber ganz wichtig ist, dass wenn es einem richtig verdammt gut geht, also sprich jetzt im Sport, ein Rennen gewinnst, dann darfst du nicht meinen, das ist jetzt immer so. Du musst sofort daran denken, es könnte dann wieder runtergehen. Oder es geht wieder runter, es bleibt nicht oben. Du kannst nicht eine Goldmedaille abholen, auf dem Treppli, auf dem höchsten Treppli, ohne daran zu denken, dass du über die zweite oder die dritte Stufe runter musst. Gut, jetzt wegen dem Abgehen. Ja. Also, gut, wenn wir jetzt nicht runter könnten, dann schlafen wird schwierig da oben, oder? Also, wenn wir jetzt nicht runter könnten, wenn irgendwie ein Notfall wäre oder irgend so, oder es wird dunkel langsam und weiss, wir müssen morgen ja weiter, wir wollen ja nicht runter, sondern wir wollen ja morgen weiter, ja, dann würde man halt da schlafen. Ich meine, du hast jetzt ein gutes Plätzchen. Du könntest eigentlich bei dir relativ gut, Ja gut, aber du wirst jetzt nicht an einem Berg schlafen. Ja, aber ich kann mich doch hier einfach reinhängen und dann grüße ich es ab. Das hast du aber nie gemacht? Doch. Wo? Also ist nicht gerade so. Ich habe nicht oft bivakiert, aber im El Cap, im Yosemite, haben wir zweimal müssen bivakieren. Also müssen. Dann hast du so geschlafen? Nicht ganz. Es war ein Absätzchen, wo ich drauf sitzen konnte und Beine und Lampen. Da hast du einen guten Schlaf. Ja. Ja, das war nicht schlecht. Also 2-3 Stunden haben wir geschlafen, immer wieder ermacht. Das ist klar. Gut. Gut. Aber wir gehen runter jetzt. Ja. Gut.